Hallo, liebe Siebenbürger Sachsen, liebe Zuschauer und liebe Freunde der Musik und des Theaters. Mein Name ist Ute Bako und ich bin seit 20 Jahren Mitglied im Heimattagausschuss. Ich freue mich, Ihnen den nächsten Programmpunkt ankündigen zu dürfen. Es handelt sich dabei um das Singspiel Bem Brännchen von Grete Lehner-Zultner, welches bereits in Siebenbürgen von vielen Generationen aufgeführt wurde. Im Jahr 2016 wurde das Singspiel von der siebenbürgisch-sächsischen Jugend in Deutschland unter der Regie von Maria Schenker aus Augsburg und meine Wenigkeit nach Dinkelsbühl auf die Bühne gebracht. Dabei haben Jugendliche aus Bayern, Baden-Württemberg und Nordrhein-Westfalen mitgewirkt und haben das Singspiel zu einem vollen Erfolg gemacht. Dass dieser Erfolg ein Jahr später im Rahmen des großen Sachsentreffens in Hermannstadt getoppt wurde, das zeigt die Aufführung im wunderschönen Bruckenthal-Palais in Freck. Die Aufführung wurde musikalisch unterstützt durch einen großen Chor unter der Leitung von Andrea Kulin mit Chormitgliedern aus Deutschland und aus Siebenbürgen. Bei dieser Aufführung ist eine einmalige DVD entstanden, welche Sie heute noch über die HOG Schönau zu einem Preis von 5 Euro plus Porto erwerben können. Nutzen Sie die Gelegenheit und bestellen Sie die DVD, verschenken Sie sie an Freunde, Familienangehörige zu Weihnachten oder Geburtstag und bereiten Sie anderen eine Freude damit. Und nun wünsche ich Ihnen viel Vergnügen in der nächsten Stunde mit der Aufführung beim Brännchen. Ich möchte Ihnen jetzt kurz die Spieler vorstellen. Als erstes fangen wir an mit der Riesken, gespielt von Lisa Gärtner aus München, Ebersberg. Genau. Nimmest her mit Bassen, baut mir ans Herz ass. Der Hans, gespielt von Jürgen Dörr aus Bad Wimpfen bei Heilbronn. Riesken, der Mess doch feil, du richtig gar noch. Nordische Lieb und allen dessen hinsche Mädchen heißen. Anni, die reiche Tochter des Bürgermeisters, gespielt von Jacqueline Melzer aus Trabender Höhe, sage ich einfach. Besser mir, ihr ist viel Schwenkfittern, geht es zu dir. Der Fritz, Patrick Krempels aus Fürstenfeldbruck. Anni, hast du vergessen, dass er mir ist live und treu versprochen hast? Die Freundinnen von Lisa, von Riesken und von Anni werden gespielt von Julia Zakel aus Nürnberg, Birgit Teutsch aus Augsburg, Evelyn Roth-Teutsch aus Augsburg, Katrin Kepp aus Schwabach. Genau. Die Strammen Burschen werden gespielt vom Alexander Zakel aus Nürnberg, vom Udo Schneider aus Augsburg, Dominik Geiger Augsburg und Fabian Kloß Landshut. Die Kleinen unter uns werden von Kindern aus Augsburg gespielt. Zum einen die Anna und die Bianca Deppner und die Larissa und die Selina Seiwert und Hansi, der Yannick Tod. Bitte, kommt nach vorne. Entschuldigung, Yannick Baltes. Die Schlüsselfigur in diesem Theaterstück, das ist der Postbote, der Gerch, gespielt von Andreas Roth aus Augsburg. Das haben Anni auf mir zahlen für den Dezipali. Ich will nur nicht zählen.
Und natürlich die allerwichtigste Person, die uns das alles beigebracht hat und zusammengehalten hat, das ist die Frau Schenker. Die Frau Schenker ist bekannt von der Theatergruppe Augsburg. Sie hat viel Erfahrung, hat hier in Großau auch sehr viele Theaterstücke einstudiert. Und in Augsburg macht sie das natürlich weiter, schon seit 25 Jahren. Und ihr war es eine besonders große Freude, mit den Jugendlichen dieses Stück nochmal aufzuführen. Frau Schenker, das ist Ihr Applaus. Der Grund zum Mitglied sein, wir sind ein Traditionsverein. Der zweite ist Gemeinschaft und viel Tanzen ist der dritte Grund. Der vierte nie an Reiz verliert, denn ganz viel Spaß ist programmiert. Schlag ein, sag ja, dann sind wir für dich da. Sag ich dir gleich, gemeinsam sind wir einflussreich. Der sechste heißt im Netzwerk sein, so wurschtest du nicht mehr allein. Der siebte Grund ist ohne Frag, was du erlebst am Heimattag. Sag ja, steig ein, willkommen im Verein. Thank you.